Hallo, liebe Freunde des Internetspiels Seven Days to Die. Erstmal gucken, ob das Ding überhaupt läuft. Ja. Und herzlich willkommen in der Alpha 15 Experimental. So, ich hatte ein wenig Schwierigkeiten, die Alpha 15 Experimental in Steam reinzubekommen. Aber dann habe ich das irgendwann rausgekriegt. Das heißt, ich habe mir das einfach abgeguckt bei einem Spieler, dessen Namen ich natürlich vergessen habe. Das ist zwar eine Sauerei. Also wenn ihr Bibliothek seid und die Spiele aufgelistet habt, mit Rechtsklick auf Seven Days to Die und dann die Eigenschaften auswählen. In den Eigenschaften dann selber die Betas auswählen, das Ding hier öffnen und hier Latest Experimental Unstable Build oder den unteren Unstable Build, wisst was weiß ich nicht, den auswählen. Also dieser hier gilt, der Latest Experimental Unstable Build und den auswählen. So, und dann seid ihr schon fertig, dann könnt ihr schließen und die Alpha 15 Experimental wird hochgeladen. Okay, gut, das wäre das. Jetzt haben wir natürlich auch noch Spielebedingungen. Es ist zwar schade, ich weiß jetzt nicht, wie ich die Musik hier abstellen könnte, weil die haut mir da ganz schön rein in meine Sprecherei hier. Aber wir versuchen das nochmal. Ich hab die Einstellung schon vorgenommen und ich zeige die euch nochmal. Ich freue mich unglaublich auf das Spiel jetzt mittlerweile wieder, weil erstmal kann ich Berge sowieso ganz gut leiden und das ist das, worauf ich mich am meisten freue. Ja, jetzt kommt die Musik wieder. Tut mir leid, dass ich jetzt schreien muss, aber es lässt sich wohl nicht anders machen. Wir haben eine neue Musik. Jedoch nicht. Na egal. Auf jeden Fall machen wir auf. Ich zeige mal die Einstellung eben. Ich habe das Spiel Alpha 15 genannt. Im Rende. Standard Options sind variabel. Ich will einfache Spieleinstellungen. Ich habe keine Lust, jeden Zombie wieder 16 Mal erschießen zu müssen. Dann bin ich mit meinen Nerven am Ende, kann mich kaum noch konzentrieren. Und der Zombie, selbst wenn er beim 15 Mal noch hingefallen ist, steht beim 16 Mal wieder auf. Ist genauso stark und genauso schnell und genauso brutal wie vorher. Das heißt, dem will ich entgegentreten, indem ich ein sehr einfaches Spiel auswähle. Und ja, ich könnte auch Adventure nehmen, aber jetzt haben wir ja, genau. How many hours is sunshine per day? Ja, das ist klar. Was war hier nochmal? Settings. Einfachste Einstellung. Gemacht für Noobs oder für Let's Player oder für mich, ja genau, oder für Zwergenschild. Das hier seht ihr alles, das bleibt bei mir gleich. 18 Stunden Tageslänge finde ich gut. 120 Minuten, kann ich da was einstellen, was anderes? Nee. 120 Minuten finde ich gut. Block Durability 100, da gehe ich nicht von ab. Und Loot will ich mehr haben, da will ich einmal, ich gehe mal auf 200 dieses Spiel. Ich weiß nicht warum, aber mir ist so danach. Loot Sparen Time. Machen wir auf 15 Tage, weil wir random spielen. Genau. Und wenn ich sterbe, dann ist das reicht das Toolbelt only. Finde ich gut. So, Enemy Spawning gehe ich jetzt hoch, weil ich die ganz einfachen Einstellungen habe. Auf Very High. Airdrops jeden Tag schieben hoch, mache ich off. Und Mark Airdrops mache ich on. Okay, gut. Alpha 15, das passt. Random passt. Survival Singleplayer passt. So, dann können wir jetzt starten. Und ich spiele jetzt aber nicht sofort. Das heißt, wir fangen nicht sofort an mit Spielerei. Sondern ich sende erstmal die Einstellung alles hoch auf YouTube. Und danach spiele ich das Spiel und werde das bearbeiten. Und so in 8 bis 10 Stunden ungefähr könnte es sein, dass ich schon hochlade. Eventuell spätestens morgens, aber. So, wir sind in der Savanne. Da hat Elise letzten, da hat Elise ihre Häuser gebaut, die meisten. Und sind schön schon auf dem Mountain. Auf dem schicken Berg. Schön bergig hier alles. Das finde ich klasse. Und ja. So, wir sind hier. Okay. Falls einer von euch das Spiel spielen will, dann habt ihr ja gesehen, die Einstellung, wie das heißt. Ich glaube, keine Ahnung mehr. Okay. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich sag mal erstmal ciao, ciao und bye, bye.
So, warte mal, was noch? Ich habe mir neue Musik ausgesucht. Wenn euch irgendetwas von der Musik, die ich dann hier einspielen werde, nicht passt, dann sagt mir Bescheid, dann fliegt das Lied raus und ich lade dafür Neues ein. Okay, ansonsten, wir sehen uns hoffentlich. Ich fände das schön, wenn ihr dabei seid. Wenn ich als obdachloser, halb verhungerter Mensch hier anfange und mal gucken, wie weit wir kommen, ob wir auch wieder schön bauen können oder nicht, das wird sich dann zeigen. Okay, ich halte mich jetzt von jetzt ab raus und sage dann bis dann, tschüssi. Ja, mach doch. Tschüssi.